Hi, mein Name ist Marius Latny, ich bin Gründer von Maler Industries und KSS Secrets und genau darum geht's hier. Wir möchten Sie KSS fit machen und verraten Ihnen unsere Küchenstoffgeheimnisse. Heute soll es um das Thema, den Aufbau eines KSS. Das bedeutet, was genau ist da drin und wie ist das miteinander verstrickt und super spannendes Thema. Und dafür gehen wir wie immer in unser iPad und ja, malen und schreiben uns ein bisschen Content zusammen. Alles klar, bis jetzt. So, jetzt geht's weiter. Sekunde. So. So, hier sind wir wieder. Also hier wollen wir einmal den Aufbau eines KSS oder einer Emulsion, weil es geht ja hier auch vorwiegend jetzt um Emulsion, einer Emulsion besprechen. Ja. Und zwar mache ich das jetzt heute mal etwas farbig, um das ein bisschen so wieder ein bisschen bildhafter zu machen. So, wir haben hier einmal wieder unser Wasser. Ja. So, ups. Wasser. Dann haben wir hier so einzelne Ärmchen. Das soll das jetzt mal so ein bisschen. So, dann fangen wir mal an. Wir haben Leistungsadditive, ja. Woraus besteht überhaupt so eine Emulsion? Das muss man also. Wir haben Öl, ja. Wir haben unseren wichtigsten Part, den Emulgator. Wir haben den Ester. Wir haben Lösungsvermittler. Wir haben Korrosionsschutz. Wir haben Stabilisatoren. Wir haben Biozide. Das brauchen wir einfach. Wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Punkte drauf ein. Also Biozide. Wir haben Entschäumer. Und wir haben Inhibitoren. So. Also Leistungsadditive ist selbsterklärend. Klar, mit reinem Mineralöl zu schmieren wäre Wahnsinn, weil einfach das Mineralöl halt schnell bei Temperatur einfach die Schmierfilme abreißen. Deswegen brauchen wir spezielle Leistungsadditive, sogenannte entweder polare, ja, oder EP-Additive. Ja, die beiden kann man führen. Wobei EP-Additive, ich bin kein Freund davon, weil EP-Additive sind meistens Schwefel oder Phosphor. Und das ist wieder Nahrungsquelle für Bakterien. Und ja, deswegen, klar, man sagt jetzt auch, ein polarer ist Additiv, also ein Ester beispielsweise. Ja, das wäre jetzt ein Ester. Ist natürlich auch Futter für Bakterien, aber diese Produkte sind deutlich, deutlich, deutlich stabiler, wie wenn man jetzt noch EP-Additive dazu nehmen würde. Dann haben wir klar das klassische Mineralöl oder ein Ester-Grundöl oder sonst was. Dann haben wir den Emulgator, um das ganze Gefüge zusammenzupacken. Dann haben wir den Ester, den habe ich gerade hier oben nochmal genannt, nochmal als separaten Punkt aufgeführt, weil wir halt eigentlich Ester-Freunde sind. Dann haben wir Lösungsvermittler, das sind meistens Alkohole, die einfach das ganze Konzentrat irgendwo homogen halten, damit das nicht irgendwie zusammenpappt. Dann haben wir Korrosionsschutz, das ist, denke ich, selbsterklärend. Wir haben Stabilisatoren, auch selbsterklärend. Wir haben Biozide, auch selbsterklärend, damit da keine Bakterien oder Pilze oder so wachsen. Wir haben Entschäumer, auch selbsterklärend. Jede Emulsion muss über Entschäumer verfügen, damit einfach die Emulsion unter Belastung nicht schäumt. Ne? Und wir haben Inhibitoren. Inhibitoren werden genutzt zum Beispiel, um zum Beispiel Werkstücke zu schützen vor Korrosion, gerade im Bereich Aluminium, ja. Aluminium braucht eine spezielle Inhibierung, um mit höheren pH-Werten trotzdem Aluminium bearbeiten zu können. Ja, das ist so im Klassischen so der Aufbau einer Emulsion. Und dann, wenn man weitergeht und sagt, okay, wir haben circa 90-95% ist Wasseranteil und der Rest ist Konzentrat. Ja. So sieht es ungefähr aus. Und das ist dann halt abhängig davon, welche Anwendung man hat, wählt man auch die Konzentration. Okay? Wenn man sich das jetzt mal anguckt, einfach, ja,
man muss so ein bisschen bestimmen, wenn man den Aufbau sich so anschaut, muss man auch gucken, wie kann man denn so ein, wie kann man sowas auch konzipieren, ja? Und da kann man natürlich auch sagen, wenn man jetzt schaut auf die Partikelgröße, man kann dann unterscheiden zwischen Synthet, also die KSS-Lösung, ne? Mineralölfrei. Das ist der eine Part. Und dann kann man die Emulsionen, ne? Die Emulsion kann man in zwei Bereiche aufsplitten. Einmal in die Mikroemulsion und einmal in eine milchige Emulsion. So kann man das auch noch oft. Wobei hier eine Öltröpfchengröße von ca. 0,1 μ wäre, die Tröpfchen, also Öltröpfchengröße. Öltröpfchen. Und hier bei einer milchigen spricht man von 0,5 ca. bis 1 μ. Ja? Öltröpfchen. Ich hoffe, das ist so verständlich, dass man einfach hergeht und sagt, okay, daraus besteht halt eine Emulsion. Man hat 90-95% Wasseranteil. Man hat nochmal einmal aufgeteilt den mineralölfreien Syntheten. Man hat die Emulsion, einmal Mikroemulsion, einmal milchige Emulsion. Und genau, so sieht das aus. So kann man sich das dann vorstellen. Ne? Und jetzt einmal, wer sich fragt, warum ist denn eine Emulsion weiß? Also warum ist eine Emulsion weiß? Ja, man kennt ja das Konzentrat. Die Konzentrat ist ja eher dunkel, ist braun, hellbraun oder dunkelbraun und dann mischt man an und es ist weiß. Ne? Und das hat was damit zu tun, wenn man sich das so vorstellt. Ja, und hier sind jetzt die kleinen Tröpfchen. So, das ist jetzt im Beispiel so. Und dann haben wir das Gleiche nochmal. Und hier sind die ein bisschen größer, die Öltröpfchen, hatten wir ja gerade besprochen. Dann passiert Folgendes, wenn man sich das anschaut. So. Dann geht bei einer Mikroemulsion das Licht durch. Ja? Und deswegen sind diese Emulsionen recht durchsichtig, transparent. Bei dieser Variante wird das Licht gebrochen über die großen Öltröpfchen. Und deswegen reflektiert, also hier gibt es eine Reflexion in Weiß und hier eben nicht. Und hier ist fast transparent. Okay? So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, das ist so zu dem Thema Aufbau einer Emulsion. Wir haben die ganzen Additive inklusive Hauptbestandteil Wasser, ne? 90-95% Wasser. Je nach Anwendung wählt man dann die Konzentration aus. Wir haben Synthet, also mineralölfrei, und die Lösung unterteilen wir in Mikroemulsion und in milchige Emulsion. Das ist die Öltröpfchengröße jeweils. Und dann hat man halt, warum ist eine Emulsion weiß? Hier kann man es sich erklären. Aha, hier wird das Licht gebrochen. Ja, es spiegelt sich von den Öltröpfchen wieder und wird als weiß wiedergegeben, ähnlich auch wie eine Milch. Ja? Und hier ist genau das andersrum. Hier fällt das Licht praktisch ungebremst durch und wirkt dann transparent. Okay, alles klar dann. So, ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt so ein bisschen, wie kompliziert eigentlich so ein Kühlschmierstoff aufgebaut ist. Und wir machen es ja trotzdem super, super einfach. Man muss ja nur Wasser mit Konzentrat mischen und schon hat man die fertige Emulsion und kann damit tolle Dinge machen in der Maschine. Und aber trotzdem, Sie sehen, es ist ja viel, viel, viel mehr als, wie gesagt, nur das Konzentrat und das Wasser. Ich hoffe, das hat so ein bisschen, dass Sie das verstanden haben. Und ja, freue mich natürlich, wenn Ihnen das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch. Freue mich über Kommentare. Freue mich, wenn wir weiteren Content für Sie hier machen können. Und ja, freue mich einfach, dass Sie dabei waren. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Marius von Mahler Industries.